Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Lektion 99 aus Ein Kurs in Wundern. Auch heute haben wir wieder einen Erklärungsteil oder Einführungsteil am Anfang und am Ende kommen dann 5 Minuten Übung, die wir jede Stunde wiederholen sollen. Und auch heute bittet dich der Kurs, dass du dir jede Stunde 5 Minuten Zeit nimmst, weil es dein Verständnis vertiefen wird, weil es deinen Glauben und deine Zuversicht stärken wird. Doch lass uns jetzt gleich zu Beginn in aller Ruhe ein paar Minuten darauf zu verwenden, was der Kurs uns erklärt zu dieser Übung. Der Kurs sagt uns in dieser Lektion, eigentlich kann es Illusionen ja nicht geben. Denn Illusion ist etwas, das getrennt entsteht vom Willen Gottes. Es ist also unser getrennter Geist oder unser scheinbar getrennter Geist, der das hervorruft. Und er kann es nur hervorrufen, weil er scheinbar getrennt ist. Denn in dem Moment, in dem wir mit der Wahrheit verbunden sind, beziehungsweise sie annehmen, sie nicht mehr blockieren, würden wir diese Illusionen nicht machen. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir uns einen Film anschauen. Wir sitzen vor dem Fernseher oder im Kino und der Film packt uns. Und wir freuen uns mit dem Helden im Film oder leiden mit ihm mit. Wir schimpfen vielleicht über seine Gegner, die ihm Übles wollen und sind richtig in dem Film mit drin. Dabei ist es ja nur ein Film. Und doch ist unser Geist sehr empfänglich, selbst für diese einfachen Bilder, die nur ein Film sind. Und wenn du kleine Kinder hattest oder hast, dann kennst du ja das auch, dass Kinder so richtig in einem Film mitleben und man ihnen manchmal beruhigend sagt, du, es ist nur ein Film. Es ist jetzt nicht schlimm, es ist spannend, aber es ist nur ein Film. So ähnlich ist das auch in unserem Dialog mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist weiß genau, dass wir uns hier nur einen Film anschauen. Und wie ein Erwachsener, der auch seinem Kind sagen kann, das ist nur ein Film. Und wir uns als Erwachsene eben nicht in diesen Film hineinziehen lassen, sondern den Abstand bewahren. So weiß der Heilige Geist auch, dass all das, was wir wahrnehmen, Illusion ist. Er lässt sich nicht in diese Illusion hineinziehen, weil er mit der Wahrheit verbunden ist. Und das können wir uns in der heutigen Lektion und natürlich immer darüber hinaus zunutze machen. Es gibt etwas in uns, das genau weiß, was Wahrheit ist und was Illusion ist. Um das immer mehr zutage zu bringen, diese Verbindung zu stärken, darum geht es. Der Kurs verrät uns auch, was der Grundgedanke ist, an dem der Heilige Geist Illusion von Wahrheit unterscheiden kann. So wie wir mit einem Blick auf den Fernseher sofort sagen können, das ist nur ein Film. Und der Grundgedanke ist, Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Und vielleicht möchtest du schon jetzt im Vorfeld der Übung diese Worte auf dich wirken lassen.
Gott ist Liebe weiterhin, und dies ist nicht sein Wille. Was ist denn alles nicht sein Wille? Und auch hier gibt uns die Lektion einige Hinweise. Könnte es nicht sein, dass wir uns manchmal fragen, wie kann es denn sein, dass Gott zulässt, dass Menschen durch Naturkatastrophen ihr ganzes Hab und Gut verlieren und vielleicht sogar ihr Leben? Wie kann es denn sein, dass Gott zulässt, dass Nationen aufeinander im Schlachtfeld zugehen und sich die Köpfe einschlagen? Wie kann es denn sein, dass Gott zulässt, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt auf der Welt, dass manche nichts zu essen haben und andere das Essen wegwerfen? Kann das alles sein? Und schieben wir Gott, wenn wir so etwas denken, da nicht ein bisschen die schwarze Peterkarte über den Tisch? Wir werden heute aufgefordert, dass wir uns diesen Gedanken bewusst werden und dass wir sie uns vergeben. Denn, das sagt die Lektion uns heute auch, Vergebung ist Erlösung. Es ist das Gleiche. Und in dem Moment, in dem ich mir oder anderen Menschen meine Urteile vergebe, bin ich frei davon. Und so bittet uns die Lektion recht eindringlich, dass wir in den Keller unserer Gedanken hinabsteigen, in den vielleicht etwas dunklen Keller, in dem wir Gott die Schuld am Leid dieser Welt geben, wenn vielleicht auch nicht ganz offensichtlich, aber vielleicht versteckt, oder andere Gedanken hegen, in denen wir anderen Menschen, in denen wir sehr viel Schuld sehen, weil sie zum Beispiel einen Krieg anfangen, weil sie irgendeine andere Ungerechtigkeit begehen, dass wir diese Gedanken ja ans Licht bringen, dass wir sie uns bewusst machen, ich habe diesen Gedanken, ja, ich schiebe Gott da ein bisschen den schwarzen Peter zu, weil ich sage, wie kann er es denn zulassen? Oder wie auch immer. Diese Gedanken sollen wir uns bewusst machen und sollen sie vergeben, zusammen mit dem Heiligen Geist. Denn dann, und der Kurs ist hierher sehr deutlich, und nur dann kann unsere Wahrnehmung geheilt werden, kann der Schmerz, der in uns ist und den wir nach außen projizieren, geheilt werden. Es ist letztlich unser eigener Schmerz, den wir in dieser Welt sehen, der sich in dieser Welt widerspiegelt. Und unser Ziel muss es sein, dass wir diesen Schmerz heilen, denn er gehört nicht wirklich zu uns. Und darum geht es. Und gestern haben wir bekräftigt, dass wir unsere Rolle in Gottes Heilsplan annehmen wollen. Und wenn man eine Rolle annimmt, dann fragt man ja normalerweise, okay, und was muss ich jetzt tun? Und heute bekommen wir die Antwort auf diese recht logische Frage, nämlich Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Und so wollen wir nach diesen vielen Worten noch einmal kurz die Worte auf uns wirken lassen, bevor wir mit der Übung beginnen. Gott ist Liebe weiterhin, und dies ist nicht sein Wille. Und lass diese Worte wirken, während du
ganz zur Ruhe kommst, ganz da bist und präsent und dich freust auf die Übung und ihre stündlichen Wiederholungen, die wir jetzt gleich starten. Atme tief aus, wieder ein und wieder aus und sei jetzt ganz da. Schenke dir diese 5 Minuten und schenke sie vor allem Gott. Es ist jetzt die Zeit der stündlichen Zusammenkunft. Eine wunderbare Zeit. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Lass es uns noch einmal sprechen. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Lass diese Worte wirken und sinke ganz in dich hinein. Nimm einfach wahr, was passiert, warte, aber erwarte nichts. Es darf einfach sein. Es kann gut sein, dass jetzt alle möglichen Gedanken auftauchen, mit denen du irgendwie haderst. Dann sag für dich, Heiliger Geist, schau du mit mir diese Gedanken an. Ich will sie mir vergeben. Ich kann mit ihnen nichts mehr anfangen. Und lass das wirken. Gib dich ganz dieser Wirkung hin. Gib dich ganz dem Dialog mit der Stimme für Gott hin. Und wenn ein ganz starker Widerstand in dir auftauchen sollte, etwas, über das du dich richtig ärgerst und sagst, es funktioniert nicht, dann sage, Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Und jetzt spürst du eine Veränderung. Es wird leichter. Wiederhole mit mir noch einmal den Leitsatz. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Und spüre den Worten wieder nach. Gib ihnen Raum. Und nimm dir vor, in der kommenden Stunde bis zur nächsten Stunde diesen Leitsatz immer wieder zu wiederholen. Es dir einfach nur zu sagen und so heute den ganzen Tag diese Übung sehr präsent zu haben.
Du sprichst mit Gott und Gott spricht mit dir. Das ist doch ganz wunderbar. Ich danke dir für deine Hingabe an diese Übung. Hab einen wunderbaren Tag im Gespräch mit Gott.